jetzt weitergehen kann. Nuri mag es nicht, wenn ich alles kaputt mache. Besser nicht. So wird das. Stechen, schneiden oder einritzen, das geht hier nicht. Ach was. Zur Not macht Nuri alles wieder ganz. Ich habe es zerschnitten. Zerstörter Schmuck. Okay. Ach, Geron. Geht nicht. Ich glaube nicht. Wird doch nichts. Was musst du denn machen? Wir müssen den Kobold irgendwie dazu bringen, den uns zu sagen, wo der Forscher ist. Hallo? Gelehrter Herr? Da ist er nicht. Endlich da. Nur wo versteckt sich dieser Feenforscher? Ah, da ist noch ein Felsspalt. Gelehrter Herr, seid ihr hier? Nur Schnee und Felsen. Von einem Versteck keine Spur. Tja, gerade keine Nuri. Ahnung. Sie kann uns auch nicht mehr weiterhelfen. Ich schaue mich mal weiter um. Das muss der Kobold sein, über den der Zwerg sich aufgeregt hat. Dann kann der Forscher nicht weit sein. Stimmt, den Schild in den Spalt. Das wäre noch eine Idee. Hast recht. Die Lilienkönigin. Der Sommerling. Oh nein, wir müssen ihn befreien. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Der kann da bleiben. Sie soll ruhig eine Weile verdauen. Okay, wolltest du auch gerade schreiben? Okay. Ich riskiere mein Leben nicht für eine Pflanze. So, wie kommen wir da dran? Ach nein. Schluss mit dem Unsinn. Sag uns, wo der Feenforscher ist, sonst werfe ich dich in den See. Versuch's doch, versuch's doch. Lass sie doch schlafen. Wahrscheinlich haben sie zu wenig Sonne. Vielleicht mit dem zerstörten Schmuck? Ach nein. Keine Zeit für sowas. Mein Kopf ist leer, Mist. So nicht. Wir machen den Schmuck mal wieder heil. Danke. Keine Zeit für sowas. Das führt zu nichts. Das grüne Zeug, den Schleim, ja, können wir. Mir fällt dazu nichts ein. Das grüne Zeug können wir sammeln. Einen Augenblick, ich muss mal eben meinen Fernseher wieder anmachen. Zwei doofe, ein Gedanke. Ah, okay, hab da beide die Idee gehabt. Den Schleim dann auf den Stein schmieren und dann bleibt der Kobold da hängen. Und dann können wir den Kobold fangen. Das wäre jetzt im Grunde dann... Ich muss das... Die Idee, die ich komplett jetzt habe. Das braucht kein Wasser. Ich muss dringend mal wieder schlafen. Tja, wie können wir den Schleim sammeln? Mit dem Messer? Von diesem hier lässt sich nichts abbrechen. So, und den Schleim kleben wir jetzt hier drauf.
Was macht er da? Ich schaue nur... Gut, das ist nämlich mein Lieblingsstein. Ah, jetzt ist der Felsen glitschig. Jetzt komm da endlich runter. Fang mich doch! Garstiger! Das hat aber geplatzt. Slappingstein ihr ausstellen. Ihr habt mein Pfeifenkraut verdorben. Es ist ganz nass. Nass, nass. Und eine Glatze hast du ja auch. Was? Eine Glatze? Wo ist mein Hut? Mein Hut? Na, Kobold? Nee, Sleeping-Time kann ich irgendwie bei meinem Fernseher gar nicht ausstellen. Der hat diese Funktion komischerweise gar nicht. Ich habe schon mehrmals im Menü gesucht. Keine Ahnung, gibt's einfach nicht. So, Höhle am Roten See. Sag uns, wie wir zu der Höhle kommen. Aber Geron, er ist ja ganz nass. Sei nett zu ihm. Erzähl mal, Kobold. Was wünschst du dir? Ich will einen neuen Hut. Wo soll ich denn hier einen hernehmen? Und neues Kraut für die Pfeife. Das will ich auch. So, das Kraut kann ich ihm geben. Und einen neuen Hut. Gute Frage. Willst du dieses Pfeifenkraut? Ja, ja. Da bin ich nicht wählerisch. Hauptsache, es brennt im Hals. Okay. Neuer Hut. Wie kommen wir jetzt an einen neuen Hut für ihn? Ach was. Unwahrscheinlich. Weil einen Hut haben wir jetzt nicht. Futterbeutel. Hier hast du einen Hut. Der ist mir zu schnöd. Ohne Kordel oder Schmuck dran? Besorgung. Du kannst dir deinen Kram alleine besorgen. Dann kannst du deinen Feenforscher auch alleine suchen. Also einen Hut. Ja, bitte. Ich geh mal deine Sachen suchen. Kordel und Schmuck, gib ihn dein. Das geht so nicht. Ich hab doch gar keinen Hut. Zur Not macht Nuri alles wieder ganz. Ja, die Kette wieder komplett zerschneiden und dran machen. Könnte klappen. Vielleicht hätte ich es doch nicht zerschneiden sollen. Okay. Danke. Sieht jetzt aus wie die zeremonielle Sackmütze des königlichen Jagdmeisters. Okay, jetzt müsste es klappen. Hier hast du einen Hut, noch mit Schmuck dran. Der riecht ja nach Pferdesabber. Aber mit feinem Zierrad über der Krempe. Noch schöner als der alte. So, jetzt hast du alles, was du wolltest. Nur noch eine Sache. Nein, bei den Zwölfen. Keine Sache mehr. Verstehst nicht mal ein bisschen Spaß? Okay. Also gut, gebt acht. 70 Schritte dorthin, wo die Disteln kopflos sind. 21 Schritte dorthin, wo die Sonnenstrahlen sich im Kreise biegen. 9 Schritte dorthin, wo den Pilzen Flügel wachsen. Dann findet ihr meinen Freund in einer verborgenen Höhle. Sofern er nicht gerade unten im Labyrinth ist bei seinem Feenkunstwerk. Das ist leicht. Komm, Geron. Was? Okay, sie hat die Hinweise verstanden. Das war leicht. Aber hier ist niemand. Verdammt, dieser Kobold hat uns... Warte, er sagte doch, dass der Feenforscher unten im Berg ein Kunstwerk untersucht. Stimmt. Dann müssen wir ihn dort suchen. Aber ohne einen Plan von den Höhlen finden wir ihn nie. Liegt wahrscheinlich hier am Tisch, ne? Was soll das darstellen? Dreh doch mal um. Auf der Rückseite ist nichts. Nein, ich meine andersrum. Wie andersrum? Ach, du verstehst überhaupt nichts von Kunst.
Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Tafeln? Was ist das? Auf dieser hier steht etwas, das ich lesen kann. Oh Gott. Okay, Mathe. Aber leichte Mathematik offenbar. Ich schreibe mir das mal alles auf. So, 4-4. So, wieder 4, 8 und 5, 18. Die Frage ist, was das bedeutet. Unverständliche Symbole. Gekrakel. Damit kann ich nichts anfangen. So. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich gleich noch alles. Die Kerze ist völlig runtergebrannt. Selbst wenn ich den Docht daraus pule, die Kerze brennt nicht mehr. Wir haben auch nichts, was wir entzünden könnten, ne? Hier ist noch eine Feuerstelle. Nur noch Kohlen und Asche. Schnitzen lässt sich daraus nichts mehr. Ah, Moment, die Zeichnung. Das hilft auch nicht weiter. Obwohl wir die wahrscheinlich sowieso noch brauchen. Zeichnung hätte jetzt ein bisschen und brennt sowieso nicht lang, so Papier. Das ist, glaube ich, schnell runtergebrannt. Vielleicht Nuri noch Ideen? Nuri. Ich schaue mich mal weiter um. Doch nicht. Komm, wir gehen einfach. Nein, ohne Wegbeschreibung verlaufen wir uns. Steintafeln mit... Ich weiß nicht. ...dem verbinden? Was soll das sein? Das sind Statuen. Vielleicht ein... Als Kind habe ich manchmal mit Kohle gezeichnet. Kannst du mich zeichnen? Dreidimensional. Dreidimensional? Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Okay. Das lasse ich lieber. Wozu denn? Irgendwas übersehe ich doch. Nische. Da gehe ich nicht rein. Am Ende trete ich auf ein Dorf von Winzlingen. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall Feuer irgendwie machen. Das dauert mir zu lange. Komm, wir fragen den Kobold. Warte. Oh nein. Was ist? Dort unten am See sind Orks. Verflucht. Sie müssen unseren Spuren gefolgt sein. Wir sollten uns beeilen. Oh oh, die Orks kommen. Kann sie vielleicht die Kerze anmachen? Stimmt, sie könnte das Feuer vielleicht reparieren. Dazu müsste es zerbrochen sein. Ah, es muss nur zerbrochen sein, okay. Ist schon zerbrochen. Ist schon zerbrochen? Das ist heil. Da bringt der Zauber nichts. Nur noch Kohlen und Asche. Ach, vielleicht mit der Kerze. Kannst du die Kerze wieder ganz machen? Wir brauchen Licht. Wo ist denn der Rest davon? Geschmolzen. Warum verwendet ihr auch keine Regenbogenkristalle? Kannst du die Kerze wieder... Wir brauchen Licht. Wo ist denn der... Geschmolzen. Warum verwendet... Regenbogenkristalle? Also sie kann das nicht, offenbar. Die Kerze wieder ganz machen. So, wir gucken uns... Ah, jetzt noch ein Glas. Wir müssen den Sommerling befreien. Ich komme nicht ran.
Wie kommen wir da dran? Unverständliche Symbole. Damit kann ich... Nuri. Ah, Lichtzauber. Du kannst doch Licht zaubern. Nur in der Nacht. Ich sammle das Mondlicht. Und es scheint kein Mond. Außerdem kostet es mich viel Kraft. Schon gut. Ich schaue mich mal weiter um. Okay, das funktioniert also auch nicht. Sie kann uns auch nicht helfen. Also irgendwie müssen wir an das Glas drankommen. Ob eine gepflückte Blume diesen Schmetterling auch zum Leuchten bringt? Könnten wir versuchen, sobald wir da drankommen irgendwie. Mit der Decke. Wie komme ich darauf? Weiß nicht, wäre jetzt so meine Idee gewesen. Nuri mag es nicht, wenn ich alles kaputt mache. An der Decke kann man doch schön in Teile schneiden, dann daraus ein Seil basteln. Dann macht man das Messer da dran und haut das Glas mit dem Schmetterling da einfach runter. Wäre so meine Idee. Offenbar eine Idee, die hier in dem Spiel nicht funktioniert. Das ist einer dieser Schmetterlinge vom Seeufer. Sommerlinge. Oder Sommerlinge. Was macht der in einer Vitrine? Vitrine? Wieso verschwindet der Charakter immer? Der Schmetterling geht doch auf die Blüte. Ja, klar geht der auf die Blüte. Die Frage ist natürlich... Das ist doch keine Vase. Sie bringt Schmetterlinge zum Glühen. Trotzdem müssen wir den Schmetterling dann noch irgendwie runterkommen, sonst fliegt der nirgendwo hin. Auch nicht auf die Blüte. Wir müssen den Sommerling befreien. Ich komme nicht ran. Ach, Moment, wir können das Ding doch zerdeppern mit unserer Krabbenmagie. Du musst ihn befreien. Musst du immer gleich alles zerbrechen? Du wolltest, dass ich ihn befreie. Aber nicht so. Dinge dürfen nicht kaputt sein. Ist doch nur ein Glas. Ja, nur ein Glas. Und irgendwann bricht alles auseinander. Und alles wird dunkel und grau. Dann mach das doch wieder heil. Dann mach es doch wieder ganz. Das ist das letzte Mal, dass ich das für dich mache. Das hast du vorgestern auch schon gesagt. Okay. So, jetzt komm, geht's hier weiter. Okay, ich glaube, das ist ein Rätsel hier. Wir können nur die Seile wegnehmen. Was für eine Art Rätsel ist das? Wozu denn? Ich glaube nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mach mal schnell was zu essen. Bis gleich. Ja, bis gleich, Alex. Ich glaube... Dass das Rätsel ist, was er, ja. Das ist, glaube ich, das Rätsel, was auf der Tafel steht. Wir haben sechs Felsen hier.
6. Hier haben wir auch 6 Felsen. Auf der Tafel sind allerdings nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sind 8. Sind 8 Felsen. Also 8 Teile da zu sehen. Ob das was mit der Tafel zu tun hat? Vier, fünf, sechs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, wenn du 2 Fäden kreuzt, zeigt ihr Schatten einen Ort auf der Karte. Hm. Also immer nur 2 Fäden. Ah, okay. Das ist keine Hilfe. Hm? Na. Da es um Felsen geht, denke ich nur, die letzte gilt. Die letzte, 5,18. Die Frage ist in dem Sinne, was ist hier die... das 18. Das hier, ne? Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs, das sind auf beiden 6. Das erste sieht aus wie eine Mine. Schnitzen lässt. Moment, lass mal kurz gucken. Oder Nummer 3 wegen dem Wandbild. Das kann sein. 4x1 und 2x4. Also 1x4. Und 1x8. Eins, zwei, drei, vier. Ach, und unten müssen wir gucken. Genau, das unten ist vielleicht die erste Position. Genau, unten ist wahrscheinlich die erste Position. So. Das heißt, wir müssen die 4 wegnehmen. Und auf die 1 hängen. Das kann sein, Dropsy. 1, 2, 3, 4. 4 wegnehmen, an die 1 hängen. So. Unten die 4 mit der oberen 1. 2 oben. So, das nächste wäre 2 und 4. 1, 2. Okay, das hat jetzt nicht geholfen. Vielleicht genau umgekehrt. Das war oben die 1 haben, sozusagen. Das heißt, wir müssten in dem Sinne die 4 jetzt abmachen und an die 1 hängen. Nee, Quatsch, das hatten wir gerade. Die 1 abmachen und an die 4 hängen. So, dann müssten wir die 6... Nee, die 4 abmachen, die 2 abmachen. Nee, die 4 abmachen. Und an die 2 hängen. Wenn die Zahlen auf der Steintafel stimmen, muss dort das Feenkunstwerk sein. Sehr gut, Dropsy. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Sehr gut rausgefunden. So, wir können los. Also,
Zum Feenkunstwerk ging es zunächst nach rechts, dann geradeaus, dann einmal links, nein, zweimal links, dann dreimal geradeaus. Kannst du dir das merken? Links, rechts, geradeaus. Ich glaube, wir sollten den Weg lieber abzeichnen. Ich glaube, ich weiß jetzt. Okay. Etwas. Könnten wir auf die Rückseite zeichnen? Ich zeichne den Weg einfach auf die Rückseite. So. Chiron, versprich mir, dass der Feenforscher mich nicht nach Hause bringt. Also gut, ich verspreche es. Ja, gute Nacht, Defro, schlaf gut. So. Dann wollen wir mal. Komm. Ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Bis morgen dann. Beziehungsweise, wir haben schon nach 22 Uhr, ne? Defro hat recht. Für mich ist auch Schluss, eigentlich. Weil ich bin schon wieder 4 Stunden 21 dabei. Die Zwölfe zum Gruß. Seid ihr der Feenforscher? Bei Fabulons Krone und Farindels Fingergespinst. Eine Fee. Leibhaftig. Lass dich anschauen, glitzernde Maid. Welchem Tor bist du entstiegen? Welcher Welt gehörst du an? Sag nichts. Groß und flügellos. Keine Ladifari. Und nicht Bach noch Baum bei dir. Weder Nymphe noch Triade. Ich bin Nuri. Nuri Darinella Wander. Weißt du, wie ich wieder zaubern kann? Ganz ohne Schmerzen und Verlust? Eine Frage, Fee. Warte, mein Geist muss sich konzentrieren. Ich möchte in dieser Welt bleiben. Frei wie der Rabe fliegen und Abenteuer erleben mit Chiron. Kannst du mir helfen? Nur dreimal darf ich eine falsche Antwort geben. Herr Feenforscher? Oh, noch ein... Oh, ein Mensch. Mein Name ist Chiron. Wir sind gekommen, um euch um Rat zu bitten. Ihr seid doch der Feenforscher, richtig? Giacomo Nauta. Sphärenkundler, Temporalanalyst und Feenforscher. Das trifft es wohl auf den Punkt. Aber einen Moment, junger Mann. Berühre bitte nicht diese Feenkristalle, Nuri Darinella Wander. Interferenzen, du verstehst? Wo waren wir stehen geblieben, mein Junge? Feenkristalle? Nuri kann in dieser Welt nicht zaubern. Unter keinen Umständen berühren. Huh? Oh nein. Rettet euch! Ach je, was hat sie jetzt gemacht? Ich konnte nicht die Finger davon lassen. Okay, dann machen wir morgen hier an dieser Stelle weiter, würde ich sagen. Morgen Abend ab 20 Uhr. Machen wir dann weiter. Ich danke erstmal, dass ihr alle dabei wart. Wünsche euch einen schönen Abend noch, eine gute Nacht. Wünsche ich euch auch. Und ja, dann wird genau dieses Spiel morgen weitergehen. Und am Samstag war das noch nichts mit... Ist das nach wie vor noch nicht zu Ende mit dem schwarzen Auge? Weil dann machen wir ein schwarze Auge Pen and Paper mit dem guten El Tono, mit der guten Shelock, mit dem guten Carajo und mit dem guten Dave. Gut. Also dann, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis morgen, wenn ihr Bock habt und wissen wollt, wie dieses Spiel weitergeht. Bis dahin. Ciao, ciao.